Für die FDP hat der Fraktionsvorsitzende René Rock das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die AfD hat sich heute dem Thema Klimawandel zugewandt und das hier auf die Tagesordnung im Hessischen Landtag gesetzt. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht ganz verstanden, was denn die Idee der AfD ist, wie wir mit dem Thema umgehen. Also, ich versuche nur mal nachzuvollziehen, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Gagel. Sie haben erst einmal den Vorwurf erhoben, dass vor allem aus der Fraktion der GRÜNEN oder aus einer von Klimainteressen getriebener Öffentlichkeit Katastrophenszenarien in die Welt gesetzt werden und dass diese Katastrophenszenarien unerhört sind und dass man den Menschen Angst macht und mit Angst versucht, Politik zu beeinflussen und dass das ungehörig ist und dass sich das nicht gehört. Und dann haben Sie sich hier hingestellt und haben ein Szenario aufgebaut, in dem ja angstgetrieben noch völlig untertrieben ist. Sie haben sich selbst widerlegt nach 3 Minuten Ihrer Rede hier, indem Sie ein Angstszenario entwickelt haben, das natürlich in hohem Maße absurd ist in vielen Bereichen. Aber Ihr Ziel war ja genau das, was Sie anderen vorwerfen, mit Angst den Menschen ja, irgendwelche politischen Überzeugungen abzuringen. Sie wollen mit Angst Politik machen. Das war so greifbar und so deutlich und so entlarvend. Da kann man nur sagen, vielen Dank, dass Sie diese Rede gehalten haben. Wenn Sie den Menschen erzählen, dass sie demnächst 1.000 € für ein Tanken bezahlen werden, dann ist das doch hier ein unrealistisches Szenario, das Sie vortragen, das überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, über das wir hier diskutieren. Und sehr geehrte Damen und Herren, jetzt bin ich ja auch schon über 50, und wenn ich mir überlege, wie die Debatte, wie die Debatte über Energieversorgung und Energiepolitik in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder geführt worden ist, ich erinnere mich noch gut, ich bin im Schatten des Kohlekraftwerks Staudinger groß geworden, und wenn mal Invasionswetterlage war, dann waren halt die frisch gewaschenen Kleidungsstücke, die man aufgehängt hat, halt auch mal schwarz. Dann musste man sie noch einmal waschen. Ja, und dann wurden Filter eingebaut in die Anlagen. Dann kam der saure Regen. Dann mussten wir darauf reagieren. Dann haben wir in der Umwelttechnik investiert. Und so ging es Stück für Stück weiter. Wir haben erkannt, in der Industrialisierung, es gibt Herausforderungen. Die Umwelt wird natürlich auch durch unsere Eingriffe geschädigt. Wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir haben investiert in Technik. Wir haben dem entgegengewirkt. Wir haben gesehen, was der saure Regen mit den Wäldern in Deutschland gemacht hat. Wir haben investiert in andere Technik, in moderne Technik. Dadurch ist auch der Strompreis ein bisschen teurer geworden. Und natürlich müssen wir einfach, wenn wir erkennen, dass wir Menschen durch die Eingriffe in Natur und Landschaft eben Zerstörung anrichten, die Landschaft belasten, wenn wir die Natur belasten, unsere ökologischen und ökonomischen Grundlagen belasten, dass wir dann mit Technik, Wissenschaft dem entgegenwirken. Das machen wir seit Jahrzehnten, und dieses Land ist damit gewachsen. Das Land ist lebenswerter geworden, und wir leben auch gesünder dadurch, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich sehe auch überhaupt keinen Grund, warum man damit aufhören sollte. Weil wir haben doch ein Interesse, gesünder zu leben. Wir haben ein Interesse daran, dass wir nicht in einer Welt leben, in der Wasserknappheit, Einzelereignisse, Wetterereignisse uns schädigen, wo Versicherungsprämien dadurch steigen, wir finanziell belastet werden. All die Dinge, das wollen wir nicht, und wir wollen dem entgegenwirken, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich will an der Stelle auch mal, weil Sie ja hier immer in den Raum stellen, es gäbe so etwas wie ein Klimadiktat, es gäbe so eine, ich weiß nicht, wie Sie das immer bezeichnen, aber es gäbe so einen festen Willen, das Klima über jede demokratische Verfassung zu stellen, und das Thema Klimaschutz wäre hier so sozusagen über allem, dass wir die gesamte deutsche Politik unter dieses Klimadiktat stellen würden und dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt. Da kann ich nur sagen, das hat mit der realen Politik in Deutschland nichts zu tun, was Sie da erzählen. Ich weiß nicht, wo Sie leben, ob das in Ihren eigenen Facebook-Gruppen kommuniziert wird, oder ob Sie das in Ihrer Blase sich da in Rage reden. Es hat nichts mit der aktuellen Klimapolitik zu tun. Gar nichts, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben
Wir haben diese herausfordernde Situation, dass wir erleben, wie ein Nachbarland von Russland überfallen worden ist, dass man versucht hat, das russische Gas als Waffe gegen unsere Gesellschaft, gegen unsere Demokratie einzusetzen, gegen die europäische Demokratie einzusetzen. Das ist eine Riesenherausforderung. Darunter hat die Wirtschaft, die Bürgerinnen und Bürger massiv gelitten. Es hat die Energiepreise explodieren lassen. Es hat die wirtschaftliche Situation hochgradig erschwert. Und wir hatten Angst, dass wir womöglich echte Versorgungsengpässe im Winter haben könnten. Wir haben aber nicht vor der russischen Diktatur, sind wir nicht vor dem russischen Diktator in die Knie gegangen, sondern diese Demokratie und diese Gesellschaft, diese Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger haben sich sind zusammengerückt und haben sich dieser Krise gestellt. Und wir haben alle natürlich trotzdem auch Probleme damit gehabt. Dennoch haben wir an dieser Krise bewiesen, die Demokratie hat bewiesen, dass wir durch diese Krise gekommen sind. Und da bin ich auch sehr dankbar, und zwar dieser Bundesregierung sehr dankbar, dass wir das gemeinsam geschultert haben. Und diese Situation, dass die Menschen diese Explosion der Energiepreise festgestellt haben, dass das hochsensibel ist, dass wir dort einfach auch Ängste haben, dass sie in diese Debatte dann hier einführen, dass das künftig immer so wäre und dass das alles noch schlimmer wird und dass das so eine Katastrophe ist. Die erste Katastrophe, die ausgelöst worden ist, ist durch Putin, seinen Angriffskrieg, die dadurch explodierenden Energiepreise, die daraus folgende Inflation. All diese Themen hängen zusammen. Und dazu haben Sie mal wieder nichts gesagt, weil nämlich der Kollege Putin für viele Ihrer Parteikollegen ja eigentlich der Gute auf der Welt ist und Sie sich mit dem gar nicht und von dem überhaupt nicht abgrenzen. Und er ist in großen Teilen die Ursache für die hohen Energiekosten und für die Probleme, die wir heute in unserem Land haben. Und da sagen Sie nie was, nie was. Und das ist nämlich nicht in Ordnung von Ihnen. Und bei den Freien Demokraten wird es so etwas wie ein Primat der Klimapolitik über demokratische gewählte Parlamente und über den Rechtsstaat nicht geben. Das wird es mit uns nicht geben. Das ist ein wichtiger Part in der Politik, in dem wir uns zuwenden, wo wir diskutieren können, wie können wir Klimaschutz am besten und am schnellsten und am effizientesten auf den Weg bringen. Das wollen wir. Und da will ich noch mal ganz kurz an der Stelle auch mal auf die Hessische Landesregierung zu sprechen kommen. Was haben Sie eigentlich beim Klimaschutz für eine Bilanz? Also wenn ich mir den Energiebericht der Hessischen Landesregierung angucke, da sage ich, da ist noch massiv Luft nach oben. Also man könnte ja meinen, wenn man Tarek Al-Wazir und andere hört, dass wir hier irgendwie vorbildlich wären oder dass wir große Schritte vorankommen würden. Ich habe mal nachgeguckt im Energiebericht und da kann man natürlich feststellen, dass der Zuwachs an regenerativen Energien, Energieerzeugung, dass der stagniert. Wir sind im CO2-Ausstoß immer noch auf den Werten von 2014. Abbaufahrt der Emissionen ist noch lange nicht gelungen. Und da ist viel zu tun. Und da würde ich die AfD mal auffordern, dass sie sich einfach mal konstruktiv in der Debatte einbringen und mal für irgendwas einen Lösungsvorschlag machen. Einfach mal einen Gesetzentwurf einbringen, mal einen konkreten Lösungsvorschlag machen, wie es besser wird in dem Land. Weil diese Politik hier, diese Landesregierung, kann im Thema Klimaschutz wirklich noch besser werden. Da gibt es auch noch viel zu tun, sehr geehrte Damen und Herren. Wir als Freie Demokraten haben hier viele Vorschläge gemacht, haben Gesetzentwürfe eingebracht. Ein Gesetzentwurf ist in der Debatte. Da geht es hier um das ganz wichtige Thema Wasserstoff. Und wir haben auch Initiativen für Biomasse, Wasserkraftwerke, Tiefengeothermie eingebracht, wo die Landesregierung viel zu wenig macht. Wir als Freie Demokraten wollen kein Klimadiktat. Wir als Freie Demokraten wollen sinnvollen Klimaschutz, bezahlbaren Klimaschutz. Und wir sagen ganz konkret, wie man das in Hessen besser machen kann. Und das ist Politik, die dieses Land weiterbringt, nicht das, was Sie heute hier abgeliefert haben, sehr geehrte Damen und Herren. Sie sagen immer, was Sie nicht wollen. Sie sagen immer, gegen was Sie sind. Und Sie sind sehr kreativ in den Begründungen. Und manchmal denke ich mir, Sie sind auch ein Stück weit gefangen in Ihren eigenen Verschwörungsideen. Sie sind hier im Hessischen Landtag in einem Parlament, in dem Sie alle Rechte haben, die Parlamentarier haben. Sie können Initiativen einbringen, Sie können Anfragen stellen, Sie können Gesetzentwürfe einbringen. Aber wenn es darum geht, ganz konkret zu sagen, was Sie in diesem Land besser machen wollen, dann wird es extrem dünn. Und da kann ich nur sagen, Herr Gagel, da könnten Sie doch mal hier mit dem Gesetzentwurf hervortreten. Und wenn es nur ist, dass Sie sagen, wie können wir denn die Klimaauswirkungen irgendwie
abschwächen oder wie können wir da was machen? Irgendwas mal, irgendwas Konkretes, irgendwas, was dieses Land weiterbringt, anstatt hier immer wieder den Menschen mit Angstbotschaften versuchen, Angst zu machen, damit vielleicht politisch erfolgreich zu sein. Tun Sie doch mal irgendwas, was dieses Land weiterbringt, sehr geehrte Damen und Herren. Dann hätten Sie sich vielleicht Ihren Platz im Parlament auch wirklich verdient. Dankeschön. Für die CDU-Fraktion hat nun Herr Müller das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Man kann sich ja diesem Antrag der AfD auf verschiedene Weise nähern. Als ich ihn gelesen habe, habe ich ihn einmal gelesen, habe ich ihn zweimal gelesen. Und dann habe ich mich erinnert an ein Proseminar, das ist lange her, politikwissenschaftliches Studium, übrigens bei Udo Bullmann. Und damals hieß das Proseminar Diskussionsnarrative in der Weimarer Republik. Warum sage ich das jetzt? Das sage ich deshalb, weil da ganz viel wiederkehrt. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist oder ob Sie das absichtlich machen. Ich will hier gar nichts unterstellen. Aber ein Narrativ war, wir arbeiten erst einmal mit unverbindlichen Dingen, mit Unwahrheiten und im Zweifel mit Kritik an bestehenden Strukturen, versuchen, rationale Wahrheiten irgendwie wegzudrücken, weil das Naheliegende ist ja immer so schön. Und auf die Weise nutzt man eine Krisensituation, um politische Situationen zu destabilisieren. Das ist jetzt schlicht und einfach. Da brauchen Sie gar nicht na, na, na sagen. Ich könnte es auch noch viel deutlicher sagen. Es gibt einen Antrag aus 1929 einer Partei, die wir heute Gott sei Dank in dieser Form nicht mehr haben. Der ist jedenfalls, wenn man ihn auf ein anderes Thema übersetzt, nahezu wortähnlich formuliert. Also hören Sie auf mit dieser Diskussion. Ich will Ihnen nur sagen, fangen wir mit den Unwahrheiten an. Sie stellen sich hierher und sagen, China macht da nicht mehr mit. Schlicht unwahr. China macht da weiter mit. Der Präsident der Volksrepublik China hat das betont. Die haben einen anderen Zeitplan. Da kritisieren wir dran, diskutieren wir drüber. Die gehen nicht so vor, wie wir das gerne möchten. Aber 2060 ist bei denen völlig klar, Klimaneutralität ist Staatsziel. Steht übrigens inzwischen sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Verfassung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die machen nicht mehr mit. Ist falsch. Und das ist das typische Narrativ, was Sie sagen, die machen alle nicht mit. Nennen Sie uns doch mal irgendein Land auf dieser Erde, zumindest ein demokratisches, welcher dieser Auffassung... Ich habe doch gesagt, zumindest ein demokratisches, Herr Kollege Felstein. Nennen Sie uns irgendeins, die das Narrativ, was Sie hier verfolgen, teilt. Das gibt es nicht. Wenn Sie viel unterwegs sind in dieser Welt... Also ich habe gestern in der FAZ etwas gelesen, das hat mich deshalb nachdenklich gemacht, weil mein Papa, der als 17-Jähriger nach Spitzbergen musste, mir viel davon erzählt hat. Und eins hat er mir erzählt, der hat gesagt, als wir Löcher in den Boden hauen mussten, sind wir nie durchgekommen, weil der Frost war so hart wie Stahl. In Spitzbergen ist der Permafrost jetzt auf 1,5 bis 2 Meter aufgelöst. Da haben sie Matsch. Das ist doch nicht mal so gekommen. Sondern wir haben Veränderungen. Wenn Sie oft interkontinental fliegen, dann müssen Sie sich mal mit den Piloten unterhalten, wie der Jetstream sich in dieser Erde gerade verändert hat. Jetzt können Sie, werden Sie immer sagen, die Natur, da werden Sie wieder sagen, das ist doch ganz normal, die Natur verändert sich. Ja, Natur verändert sich. Die Frage ist, was können wir mit unserem Geist, mit unserer Wissenschaft und mit unserer Technik verbessern und verändern, um Dinge aufzuhalten. Das ist der Versuch, den übrigens globalisiert weit alle Länder dieser Erde gerade in Angriff nehmen. Ob in Australien, Neuseeland, Vietnam. Wir können alle Länder in Asien nehmen. Wir können selbst die Araber nehmen. Gehen Sie nach Dubai oder Abu Dhabi und stellen fest, dass der dortige Scheich jährlich 1 Million Bäume hitzefest pflanzt, weil er sagt, wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun. Das ist doch keine Diskussion, die geführt wird, weil man eben mal ein politisches Narrativ entdeckt hat. Das kostet ja auch sehr viel Geld. Sondern die machen das alle in dieser Welt, weil sie sagen, wir müssen etwas tun. Und Sie stellen sich hier hin und sagen, das ist unmöglich, etwas zu tun. Ein klassisches Narrativ,
Angst schüren, Unsicherheit verschleudern und damit politischen Nutzen ziehen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, demokratische Strukturen leben davon, dass man sich Mühe gibt, mit Situationen, die die Bürgerinnen und Bürger belastet, fertig zu werden und diese zu erleichtern. Da gibt es zugegebenermaßen viele Wege. Viele Wege kann man überlegen, kann man nachdenken, kann man verfolgen. Aber zu sagen, es gibt überhaupt keinen Weg, das macht man jedenfalls seit mehreren Jahrhunderten in demokratischen Kulturen nicht mehr. Und das ist ganz deutlich ein Narrativ, welches institutionsfeindlich ist. Und was ist denn Ihre Folge? Sie sagen, die EU ist ja von übel, da müssen wir raus. Ich will nur mal an die Völkerbund-Debatte von 22 bis 33 erinnern. Da muss man raus, weil die sind schuld an allem. Wir können das mit jedem einzelnen Ihrer Punkte wiederholen. Mit jedem einzelnen Ihrer Punkte kann man das wiederholen. Die Narrative sind doch eindeutig. Und dann kommt der Satz, da fange ich wirklich an zu lachen. Der Landtag stellt fest, der Hessische Landtag stellt fest, es gibt keine Klimakrise. Also da bleibe ich sprachlos, weil noch einmal, es gibt mit Ausnahme, also jetzt nehme ich doch mal Bezug auf das, was Herr Felstehausen eingeführt hat, von Nordkorea und irgendwelchen anderen Spaßvögeln dieser Erde, niemanden, der sagt, es gibt keine Klimakrise. Wir können wieder über die Ursachen diskutieren, wir können über alles diskutieren. Aber so einen Satz da reinzuschreiben, den Menschen in diesem Land zu sagen, es gibt keine Klimakrise. Und das ist falsch, wenn Sie in Barcelona sind, wenn Sie in Südspanien sind und haben Flüsse, die normalerweise sehr voll sind, leer. Dann hat das verschiedene Ursachen. Das ist die Ursache, dass vielleicht zu viel Wasser weggenommen wird. Aber es hat auch die Ursache, dass es weniger regnet. Ich will jetzt nicht das Ahrtal immer überstrapazieren. Das halte ich auch für falsch an dieser Stelle. Aber Fakt ist, es ändert sich doch auch bei uns. Und das, wenn man das als Politik erkennt, dass sich Dinge ändern, da muss man nur die Frage stellen, können wir etwas tun dagegen? Und die Welt hat sich in seltener Übereinstimmung, aber wirklich in seltener Übereinstimmung, zumindest auf das Agreement vereinbart, ja, man kann etwas tun. Und dann gibt es unterschiedliche Wege, etwas zu tun. Man kann sich auch nur über Klimaanpassung unterhalten. Das ist aber nicht mehr unser Weg. Unser Weg in Europa ist, dass wir miteinander gehen und versuchen, auch Menschen, Regionen, die manches nicht können, mitzunehmen auf dem Weg. Und jetzt können Sie sagen, na, das hilft uns ja nicht und das schädigt unsere Volkswirtschaft. Wissen Sie, gehen Sie Ihren Weg doch mal zu Ende. Gehen Sie Ihren Weg zu Ende. Was hilft denn noch? Wir können keine Produkte mehr verkaufen, wenn es kein Land gibt, welches uns die Produkte abkaufen kann, weil die Systemkrise inzwischen so groß geworden ist, weil der Klimawandel Dinge verhindert. Wir leben vom Export. Und wir leben auch vom Export von schlauer, intelligenter Klimatechnik, also sprich Klimavermeidungstechnik oder erneuerbaren Situationen. Und da müssen wir uns doch drum kümmern. Und deshalb ist Ihr Narrativ, welches Sie aufführen, man kann es nicht. Letzter Punkt. Die damit verbundene Auffassung mit Klimaschutz kann dann Politik den Bürger bevormunden. Ja, jetzt sagen Sie mir mal, irgendeine Zivilisation, wo es keine Regeln gibt. Der Bürger, wenn er sich Regeln gibt über parlamentarische Verfahren, denken wir nur einzig mal daran, dass man manche Dinge nicht darf. Man darf niemandem auf die Backe hauen, um es mal deutlich zu sagen. Dann ist das eine Regelung, die beschränkt. Die beschränkt denjenigen, der gerne anderen auf die Backe haut. Aber es schützt denjenigen, der nicht auf die Backe gehauen bekommen möchte. Und das ist Zivilisation, dass man Regeln hat und dass man etwas tun kann. Das haben wir in den letzten 30 Jahren mehrfach erlebt. Also einmal denken Sie doch mal an das Blei im Benzin. Nur mal an diese kleine Frage, das Blei im Benzin. Eine Schädlichkeit offenkundig. Technik verhindert, erledigt. Wir können uns jetzt über andere Folgen unterhalten. Aber Fakt ist, wir haben es gekonnt. Und dann denken Sie mal an die Frage der Ozonbelastung, das berühmte Ozonloch. Da hat die Weltgemeinschaft in relativer großer Geschwindigkeit Dinge gemeinsam gemacht. Wir haben nämlich auf einen Teil der FCKWs verzichtet. Die haben wir verzichtet. Jetzt hören Sie mir doch erst einmal zu, weil Sie sagen, man kann nichts tun.
Die Folge war, von dem gemeinsamen Tun auf dieser Welt, gemeinsam tun, dass sich das Problem verringert und teilweise gelöst hat. Und das ist der Ausweis von Zivilisation, nämlich etwas zu versuchen und etwas zu verändern. Was Sie machen, ist destruktiv. Was Sie machen, ist zerstörerisch. Und was Sie machen, ist staatsfeindlich. Und in diesem Sinne sind Sie nicht bürgerlich, Sie sind radikal, Sie sind unerträglich. Danke schön. Für die Landesregierung hat nun Herr Staatsminister Tarek Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde, wir können fast dankbar sein für den Antrag der AfD und die Rede des Abgeordneten Gagel, weil sie sehr deutlich gemacht hat, wie Herr Gagel und seine Fraktion denken. Es war eine Rede wie aus dem finsteren Mittelalter, aus einer Zeit, als es Inquisition gab und Folter und absolutistische Herrscher und übrigens keine Hygiene. Und damals glaubten auch viele, dass die Erde eine Scheibe ist. Und ich kann Ihnen sagen, es war eine Rede, als hätte es keine Aufklärung gegeben. Und was ist denn das Wesen der Aufklärung? Das Wesen der Aufklärung ist, dass wir uns auf die Vernunft berufen, dass wir eine Hinwendung zum rationalen Denken, eine Hinwendung zu den Erkenntnissen der Wissenschaft haben. Und das ist die Grundlage von all dem, was Kern unserer modernen Zivilisation ist, dass man wenigstens einmal versucht, sich über die Fakten klar zu werden. Und Sie können sich vielleicht erinnern an die Amtseinführung von Donald Trump. Da haben wir noch gelacht, alle miteinander, als der eingeführt wurde. Und es war ganz offensichtlich, dass auf der Mall vor dem Kapitol sehr wenige Menschen waren. Und der damals neu ins Amt eingeführte US-Präsident hat gesagt, es waren so viele Menschen wie noch nie bei der Amtseinführung eines Präsidenten. Es war völlig offensichtlich, die sind da nicht, die waren da nicht. Und dann ist die Sprecherin von Donald Trump angesprochen worden auf den Fakt, dass da ganz wenige Menschen waren, jedenfalls auf jeden Fall im Vergleich zur Amtseinführung von Obama. Und daraufhin hat die Sprecherin wurde gefragt, das sind doch Fakten. Wie kann der Präsident das sagen, dass da so viele Menschen waren? Das sind doch Fakten, dass die da nicht waren. Und daraufhin hat die Sprecherin diesen wunderbaren Satz gesagt, der Präsident hat alternative Fakten. Damals haben wir alle noch gelacht. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich mir das anschaue, was wir hier gerade gehört haben, da bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Ich habe gesagt, wir können fast dankbar sein für diesen Antrag und diese Rede, weil es noch einmal für alle Bürgerinnen und Bürger klargemacht hat, dass das eine Rede wieder die Aufklärung und eine Rede aus dem finsteren Mittelalter war, weil es schlicht die Fakten ignoriert. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, man kann eigentlich nur wünschen, dass ganz viele Menschen das sehen, weil ich bin einfach überzeugt davon, dass die überwältigende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger an Vernunft glaubt und nicht zurück will ins finstere Mittelalter. Und ja, natürlich hat sich das Klima, seitdem es die Erde gibt, immer gewandelt. Natürlich. Aber es ist doch völlig klar, dass wir einfach sehen, und das sind Fakten, dass es sich noch nie so schnell gewandelt hat wie seit Beginn der Industrialisierung. Noch nie so schnell. Doch, das kann man, aber das sind die Fakten, Herr Gagel. Das sind die Fakten. Jetzt sagen Sie gleich, die Erde ist eine Scheibe. Und dann sagen wir, diskutieren wir darüber. Ich kann über Fakten nicht diskutieren. Die sind einfach nur mal Fakten. Und dieser Sommer hat die drei heißesten jemals gemessenen Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen global gehabt. Wir haben die höchsten jemals gemessenen Temperaturen in den Ozeanen. Wir haben Trockenheit in Europa gehabt. Das ist angesprochen worden. Wenn man sich
spanische Stauseen anschaut oder mal an die letzten Jahre zurückdenkt und guckt, in welchem Zustand unser Wald ist, dann sieht man das. Wir haben verheerende Waldbrände gehabt und teilweise gleichzeitig danach, ist ja auch eigentlich logisch, ja, wenn es wärmer wird und verdunstet mehr Wasser, das kommt auch wieder irgendwo runter, Überschwemmungen, wie es sie noch nie gegeben hat. Vor 2 Wochen sind in Griechenland, in Mittelgriechenland, in Thessalien, 750 Liter den Quadratmeter Regen gefallen. Das sind dreimal so viel wie im Ahrtal. Dreimal so viel wie im Ahrtal. Und jetzt sagen Sie, das hat alles überhaupt nichts damit zu tun, hat es immer schon gegeben. Nein, das hat es eben nicht immer schon gegeben. Und ich finde, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen bei diesen Ereignissen, und dieses Tief ist ja übrigens weitergezogen über Libyen, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen bei diesen Ereignissen gestorben sind und sich dann die Rede des Kollegen Gagel noch einmal betrachtet, müssten Sie sich eigentlich bei den Angehörigen dieser Opfer entschuldigen für Ihre Ignoranz. Sie müssten sich entschuldigen für Ihre Ignoranz. Also, der menschengemachte Klimawandel ist real, und wir müssen versuchen, ihn aufzuhalten. Alle ernstzunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnisse. Alle ernstzunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnisse sagen das. Es gibt einen wissenschaftlichen Konsens. Natürlich ist Wissenschaft auch immer Zweifel, sonst wäre es keine Wissenschaft. Aber wenn von 88.000 klimabezogenen Fachpublikationen mehr als 99% zu dem Ergebnis kommen, dass menschliche Aktivitäten die Hauptursache der aktuellen Erderwärmung sind, dann ist das so. Und wenn Sie dann jetzt sagen, ja, das sind ja nur Prognosen für die Zukunft, dann würde es sich ja vielleicht auch mal lohnen, die Prognosen derselben Menschen von vor 20 oder 30 Jahren anzuschauen. Und dann werden Sie feststellen, dass die Prognosen derselben Menschen von vor 20 oder 30 Jahren genau das vorhergesagt haben, was jetzt passiert. Und deswegen ist es evidenzbasiert. Evidenzbasiert, Herr Gagel. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, Sie leugnen die Wahrheit. Sie leugnen die Fakten, Sie verbreiten Desinformationen, Sie versuchen zu spalten, zu polarisieren, anstatt faktenbasiert zu agieren, weil Sie kein Interesse an der Lösung haben. Und das ist verantwortungslos. Das ist verantwortungslos, weil jede Generation trägt auch Verantwortung für ihre Kinder und Kindeskinder. Und deswegen, dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden. Und genau deswegen hat die Landesregierung einen Klimaplan beschlossen. Und genau deswegen arbeiten wir an der Energiewende. Und genau deswegen arbeiten wir auch an Klimaanpassungsmaßnahmen. Weil wir können es nur noch bremsen. Das, was passiert ist, können wir nicht mehr rückgängig machen. Genau deswegen, weil wir faktenbasiert auch an der Zukunft arbeiten. Und ich will einen letzten Punkt sagen. Sie behaupten, Sie seien Patrioten. Wer sein Land liebt, wer sein Land wirklich liebt, der sorgt dafür, dass es eine gute Zukunft hat. Wer das bewusst nicht tut, der liebt sein Land nicht, weil er zeigt, dass ihm die Zukunft des Landes egal ist. Und deswegen noch einmal, wir können Ihnen für diesen Antrag fast dankbar sein für diese Rede, weil er gezeigt hat, wes Geisteskind Sie sind. Und ich bin sicher, die überwältigende Mehrheit der Menschen, die will nicht zurück ins finstere Mittelalter. Ich jedenfalls, ich glaube an die Aufklärung und an die Vernunft. Und ich bin absolut sicher, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen das auch so sieht. Vielen Dank. Zu einer weiteren Wortmeldung hat sich der Abgeordnete Gagel von der AfD zweite Runde gemeldet. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Al-Wazir, Sie haben jetzt so viele falsche Sachen gesagt. So viele falsche Sachen, dass ich hier einfach diesmal richtigstellen muss. Fangen wir erst einmal an beim Patrioten. Der bin ich. Genau, ich bin ein Patriot. Und ich kämpfe genau dafür,
dass unser Land nicht vor die Hunde geht, vor die Hunde von linksgrüner falscher Politik. Und bezüglich der Grundsatzdiskussion über den Klimawandel, da fange ich jetzt mal an bei einem Fakt, wo wir uns alle einig sind. Es wird wärmer. Das Klima wandelt sich. Wir haben eine Klimawärme. Das sieht jeder. Aber wir, im Gegensatz zu Ihnen, sagen, dieser Klimawandel ist ein multikausaler Klimawandel, wie er im Übrigen schon immer multikausal war. Und die Frage des einen Faktors CO2, der zu diesen ganz vielen anderen Faktoren jetzt hinzugetreten ist, weil der Mensch eingetreten ist und möglicherweise ein ganz kleines bisschen beeinflusst, die ist bei weitem nicht bewiesen, bei weitem nicht bewiesen, meine Damen und Herren. Der Klimawandel, meine Damen und Herren, den wir sehen, ist nicht menschengemacht. Er ist nicht menschengemacht. Wir leben, meine Damen und Herren, wir leben glücklicherweise seit etwa 15.000 Jahren in einer Warmzeit. In dieser Episode der Warmzeit war ungefähr das Jahr 1850 mit der kleinen Eiszeit der kälteste Punkt innerhalb dieser 15.000 Jahre. Die Zeit aber davor, in der Antike oder noch vor 3.000 bis 6.000 Jahren vor Christus im Holozän, da waren wir bis zu 3 Grad wärmer, als wir heute schon mit der Erwärmung sind. Bis zu 3 Grad wärmer. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arbeiten zu dem Thema. Diese Temperaturen, die wir hier haben jetzt, die haben wir schon mal gesehen. Wir haben sogar noch höhere Temperaturen gesehen, meine Damen und Herren. Noch höhere Temperaturen. Es gibt Sie vielleicht nicht, ja? Gut, ich habe auch nicht vor 10.000 Jahren gelebt, ja? Aber ich beziehe mich hier auf wissenschaftliche Arbeiten. Gut, ich könnte das jetzt noch weiter ausholen. Jetzt kommen wir zum nächsten. Was Sie ja so gerne machen, das Ahrtal, die Ahrtalflut sei Folge des Klimawandels. Diese Behauptung stellen Sie ja immer wieder auf. Die Singularität im Ahrtal, die 2021 stattgefunden hat, meine Damen und Herren, die hat es in der Klimageschichte schon so oft gegeben. Und ich sage Ihnen jetzt ein paar Beispiele. 1910, 1804, 1609, wie sind die da? Ich weiß es nicht mehr ganz genau auswählen. Ich kann sie aber nachlesen. Die Flut von 1804, meine Damen und Herren, war schlimmer als die von 2021 im Ahrtal. Und Sie missbrauchen diese Ereignisse, um Ihre Klimapolitik durchzusetzen. Jetzt kommen wir zum Nächsten. Was hier auch immer wieder falsch behauptet wird, auch von Ihnen, Herr Al-Wazir, zum Starkregen. Es gibt laut einer wissenschaftlichen Untersuchung des Deutschen Wetterdienstes, meinem früheren Arbeitgeber, keinen Anstieg von Starkregenereignissen. Es gibt die nicht. Und wenn Sie sich alle auf die Wissenschaft beziehen, ich beziehe mich auch auf die Wissenschaft, es gibt keinen Anstieg. Alter, gehen Sie doch mal auf die Seite des Deutschen Wetterdienstes. Sie können doch lesen, Herr Müller. Oder können Sie nicht lesen? Ich kann lesen, aber Sie können es offenbar nicht. Und jetzt kommen wir zum Nächsten. Das Unwetter in Thessalien, insbesondere Volos oder auch in Libyen, war eine typische Situation im Mittelmeer. Eine so typische. Die Saison für Unwetter im Mittelmeer und auch auf der Alpensüdseite ist September und Oktober. Warum ist sie das? Weil die Wassertemperaturen natürlich warm sind, hoch sind, sehr viel Energie da ist. Und natürlich, das ist richtig, durch die Erwärmung, die wir sehen, haben wir ganz besonders viel Energie wegen hoher Wassertemperaturen. Und knallt dort Höhenkaltluft in das Mittelmeer hinein, wie geschehen? Genau da gibt es solche Events, wie in Griechenland gesehen, wenn vor allen Dingen auch noch die Topografie damit spielt und ganz genau die Strömung von Osten voll gegen das Bergland knallt und dann stand Volos unter Wasser. Und genau auch in Derna, das haben Sie richtig bemerkt, das war nämlich die gleiche Struktur, aus diesem tiefen Mittelmeer wurde ein Medicane, der traf auf die Nordostküste von Libyen und der hat dann dieses Unwetter getriggert. Aber, meine Damen und Herren, es hat es schon immer gegeben. Und es wird es auch immer geben. Da können Sie so viel Klimaschutz machen, wie Sie wollen. Sie werden nicht verhindern, dass diese Ereignisse immer wieder in der Zukunft auftreten. Und Sie können so viel Milliarden, wie Sie wollen, in Klimaschutz stecken. Es wird sich an Extremwetter, Starkregen nichts ändern. Es wird sich nichts ändern. Absolut nichts. Alles rausgeschmissenes Geld. Und insofern kann ich nur sagen, auch wenn wir hier die Minderheitsmeinung vertreten,
und Sie alle davon überzeugt sind, dass Klimaschutz etwas bringt. Lassen Sie sich eins sagen. Sie vertreten eine Politik, wo Milliarden herausgeschleudert werden, unsere Industrie geschädigt wird. Herr Gagel, kommen Sie bitte zum Schluss. Die Redezeit ist abgelaufen. Noch ein Satz, Frau Präsidentin. Vielen Dank für den Hinweis. Sie vertreten eine Politik, die Deutschland schädigt. Und ich kämpfe dafür, dass Deutschland weiterhin in Wohlstand leben kann. Und dafür bin ich Patriot. Vielen Dank. Als nächsten Redner erteile ich Herrn Krumbach von der SPD das Wort. Einen Moment, Herr Krumbach. Klappt's? Also, die Extremwetterereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, Starkniederschlag und in der Folge Sturzfluten können grundsätzlich überall in Deutschland auftreten. Vor dem Hintergrund der Erwartung eines verstärkten Auftretens von Starkregensereignissen als Folge des Klimawandels wird Prävention zunehmend als wichtiges Thema für den Umgang mit den Folgen von Starkregen erkannt. Titel der Webseite des Deutschen Wetterdienstes. Danke, Herr Grumbach. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Nach Wunsch der antragstellenden Fraktionen überweisen wir in den Ausschuss, den WVA. Dann machen wir das so.